会不会他也要从站？我没有跟他聊。表情这个都是什么？所以他就说他乱讲。你看是840。可以，你想看？大概就。Von der Gestapo. Ein rein. Jetzt, wo wir uns hier im Berg befinden, darf ich Sie nochmal mit unserem traditionellen Bergmannsgruß begrüßen. So now that we're here inside the mountain, I can greet you again with our traditional miner salute. Glück auf!
Sehr gut. Ja, wir befinden uns jetzt im Edlersberg, 85 Meter unter der Tagesoberfläche, mit einer konstanten Temperatur von 8 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 65%. So we'll now here at the Edlersberg, 85 meters under the surface, with a constant temperature of 8 degrees and a humidity level of 65%. Ja, wie Sie schon sehen, beginnen wir gleich mit etwas Lustigem, mit der Rutsche. Die Rutschen sind aber nicht nur zum Spaß hier. Die Bergleute sind früher nämlich auch schon runtergerutscht, weil es recht steil war, weil es einfach viel schneller ging und außerdem war es um einiges sicherer runter zu rutschen als runter zu gehen. Denn wenn sie sich verletzten, wenn sie sich zum Beispiel einen Fuß gebrochen hatten, dann konnten sie nicht mehr arbeiten. Und wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, konnten sie kein Essen mehr für die Familie besorgen. Also war es einfach ganz wichtig, so sicher wie möglich von Stockwerk im Berg zu gelangen. Und da sind sie auf einem kleinen Lederstück, einem sogenannten Arschleder, immer runtergerutscht, damit sie sich nicht verletzen. Die Rutschen waren meistens nicht ganz so schön wie die, die wir hier heute haben. Oft sind sie aber einfach nur auf Dreck oder Gestein runtergerutscht. So, as you can see, we will start with something fun with the slides. But the slides aren't only here for fun. The miners really used to slide down when it was really steep because they were a lot faster and also it was much more safe to slide down than to walk down because if they hurt themselves, if they broke a foot for example, they couldn't work anymore and if they couldn't work anymore, they couldn't provide food for the family anymore. So it was just really important to go from one level to the other inside the mountain as safe as possible. So they slid down on a small leather piece so they didn't hurt themselves. The slides mostly weren't as nice as the ones that we have here today. Lots of the times they also just slid down on dirt or rock. Genau, bevor wir jetzt rutschen können, gibt es noch ein paar Sicherheitshinweise. So before we can slide, we have to talk about some safety instructions. So, wir setzen uns auf die Rutsche wie auf einem Pferd. Rechter Fuß auf der rechten Seite und linker Fuß auf der linken Seite. Wir strecken die Beine durch und heben sie vom Boden ab, lehnen uns leicht zurück, nicht komplett, nur ein bisschen und halten die Hände am Körper. Am allerwichtigsten, bitte nicht bremsen. Wenn Sie mit den Händen bremsen, könnten Sie sich verletzen. Und wenn Sie mit den Füßen bremsen, könnten Sie vorne überkippen und auf dem Gesicht landen. Die Auslauf unten ist lange genug und der Stoff in Ihrer Hose bremst auch ein bisschen. Also wird Ihnen sicher nichts passieren. Wenn Sie aber nicht rutschen möchten, ist das natürlich kein Problem. Sie können gerne die Treppe neben den Rutschen verwenden. Dabei bitte auch das Handgeländer mit benutzen, damit Sie sich nicht verletzen. Wenn Sie unten angekommen sind, den Auslauf bitte sofort verlassen. Und natürlich ist es auch möglich, zu zweit zu rutschen, da wir einfach beachten, dass sich die hintere Person gut bei der vorderen Person festhält. Am besten wäre es, wenn das möglich ist, dass jeder bitte gleich zu zweit rutscht, als erstens ein bisschen sicherer ist und zweitens dauert es dann nicht ganz so lange, bis die ganze Gruppe unten ist. Okay, so we sit on a slide like we sit on a horse. Right foot on the right side and left foot on the left side. Stretch your feet and keep them up in the air. Lean back a bit, not completely, just a little bit, and hold your hands to your body. Most importantly, please do not break. If you break with your hands, you might burn them, and if you break with your feet, you might fall over and land on your face. The runner at the bottom is long enough, and the fabric in your trousers also breaks a bit, so you don't have to worry, nothing is going to happen. But if you don't want to slide, that's no problem. You can use the staircase next to the slides, just please also use the railing so you don't hurt yourself. When you are downstairs, please leave the runout immediately. And of course, it's also possible to slide together, maximum of two people. Just keep in mind that the person behind holds on really tightly to the person in front of them. It would be best if everybody slides together because it's a bit more safe and it doesn't take so long until the whole group is downstairs. Genau, und wie eine Ampel funktioniert, das wissen Sie natürlich auch alle. Rot heißt Stopp und Grün heißt Rutschen, also wirklich erst rutschen, wenn das nicht grün ist. So of course everybody of you knows how a traffic light works. Red means Stop and Green means Go, so please only slide when the light is green. Genau, dann könnte ich die erste Reihe schon mal hinsitzen. Wer traut sich erst? Who wants to go first? The first one can already sit down. Okay, goes well. Keep your feet outside, Füße außerhalb. Okay, die nächste könnt ihr gleich wieder hinsetzen. Next one's gonna already sit down. Oh, geht schon los, you can go. So, die nächste kann sich gleich wieder hinsetzen. Next one's gonna already sit down. Ah, oh, geht schon los. Hallo, bitte. Das ist cool. Okay.
Da haben wir das mal ein bisschen besser gemacht. Und was will? Und dich. Wieder, warte mal. Hm? Guck mal. Ja, steht schon fest. Iron and the yellow and white color comes from calcium and magnesium. Ja, da kann man auch schon sehr schön den Unterschied von unserem Natursalz zu unserem normalen weißen Salz sehen. Das sieht man da vorne. Das weiße Salz ist einfach vom nassen Abbau wird das gewonnen durch die Sohle. Und das Natursalz kommt vom trockenen Abbau. Das ist einfach im Berg schon so vorhanden, wie man das hier sieht. So here you can also see the difference of our normal white salt and our natural salt. The difference is just the mining method. The white salt comes from the wet mining process, from the brine. And the natural salt is in the mountain, as you can see it right here. Genau, und da können wir noch sehen, eine alte Abbaumethode, die vor ca. 2700 Jahren verwendet wurde. Damals haben die Bergarbeiter das Salz in Form von diesen herzförmigen Salzsteinblöcken aus dem Berg hinaus transportiert. Man glaubt, dass sie diese Form gemacht haben, weil es einfach leichter war, dann das Salz eben raus zu transportieren. Das Original wurde ca. 200 Meter in diese Richtung dort hinten gefunden. Da können wir aber leider nicht hingehen, weil es dort zu gefährlich ist. Also here you can see an old mining method that they used about 2700 years ago. The miners used to carry out the salt in form of these heart-shaped stone salt slabs. We believe that they used to make this form because it was just easier to carry it out that way. The original found was about 200 meters in that direction over there, but we can't go there because it's not safe. Genau, ganz da vorne auf der rechten Seite können Sie jetzt Salze von der ganzen Welt sehen. Eines davon zum Beispiel das schwarze Salz aus Hawaii, das auch Black Lava genannt wird. So here in front on the right side you can see salt from all around the world. One of them, for example, the black salt from Hawaii, which is also called black lava. Genau, das können Sie sich alles in Ruhe anschauen und wenn Sie fertig sind, schauen wir uns einen kurzen Film an. So you can have a look at everything and when you're ready, we're gonna watch a short movie. Sie haben aber genug Zeit, Sie können sich alles gerne in Ruhe anschauen. Wir haben enough time, you can have a look at everything if you want to. Bitte da vorne auf die Stufen aufpassen. So please watch out for the steps over there. Wie geht es Ihnen? Ist soweit alles in Ordnung? Is everything alright so far? Ja. Yes. Ja, sehr gut, very good. Ja, mit Hilfe dieser Multimedia-Show werden wir jetzt 7000 Jahre in der Zeit zurückreisen und uns anschauen, wie das hier in Hallstatt mit dem Salzabbau alles angefangen hat. So now with the help of this Multimedia-Show we will go back in time for 7000 years to see how everything began here in Hallstatt. Wenn Sie Fotos oder Videos machen, schalten Sie bitte das Blitzlicht ab, damit Sie niemanden stören. So when you're taking pictures or videos, please turn off your flashlight so you don't distract anyone. No.
zurückreisen, ganze 250 Millionen Jahre. Und wir werden uns anschauen, wie denn das Salz überhaupt hier in den Berg hineingekommen ist. So now we will go back in time a little bit further, 250 million years, and we'll have a look at how the salt got here inside the mountain in the first place. Okay, let's continue. Genau, jetzt bitte Kinder und kleinere Personen nach vorne lassen, damit jeder was sehen kann. So please let children and smaller people go to the front, so everyone is able to see something. And for English speakers, I would recommend staying more in the middle, because there you can read the subtitles better. Das Klima vor 250 Millionen Jahren war heiß und trocken, wie heute in der Wüste. In dieser Zeit beginnt die Entstehung der alpinen Salzlagerstätten. Regenwasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze und andere Minerale. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Meer. Das Meer wird zum Auffangbecken aller Salze. Dort hat sich im Laufe der Zeit ein Salzgehalt von etwa 3,5% angereichert. Am Beginn des Erdmittelalters sind alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangaea. Diese Landmasse bricht auf, der Meeresspiegel steigt und Kontinentalränder werden überflutet. An einigen Stellen durchbricht das Meer küstennahe Bergketten und überflutet die dahinter gelegenen Landschaften. Gebirge heben sich und es bildet sich ein seichtes Binnenmeer, das vom offenen Ozean abgetrennt ist. Bei den damals hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad und der intensiven Sonneneinstrahlung verdunstet mehr Wasser, als zufließt. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien wie Kalk, Gips und Anhydrit ablagert. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus, Gesteinsmaterial rutscht in die Täler, Sandstürme wehen. Sedimente wie Ton, Sand oder Schluff lagern sich auf den Salzschichten ab. Im Laufe von tausenden Jahren erreicht dieses Salzgemenge eine Mächtigkeit von einigen hundert Metern. Das Klima bleibt tropisch warm. Im Meer entstehen Korallenriffe, die zu Kalkstöcken heranwachsen. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Und mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen und die Gebirgsflanken der Berge werden steil und rissig. Die eingequetschten Salze werden überformt und durchknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. Durch das Gewicht der Kalkgebirge werden die weichen, plastischen Salzstöcke nach oben gedrückt, dicht ummantelt von einer schützenden Tonschicht. Ein Vorgang, der heute noch andauert. Haselgebirge wird dieses Salz-Ton-Anhydrit-Gemisch genannt.
An dieser Stelle hier befinden wir uns etwa 100 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Die Gesamtlänge aller Stollen im Hallstätter Bergwerk beträgt mehr als 30 Kilometer. Das Salz aus Hallstatt, entstanden vor vielen Millionen Jahren im Meer, durch die sengende Hitze der Sonne. Denn alles Salz kommt aus dem Meer. Jetzt wissen wir, dass das ganze Salz kommt vom Meer. So now we know it, all the salt comes from the sea. Ja, wir werden jetzt zum wohl lustigsten Teil der Führung kommen. Die erste Rutsche war nämlich nur die Aufwärmrutsche. Wir kommen jetzt zur zweiten, die ist dreimal so lang wie die erste, ganze 64 Meter, um genau zu sein. Im Prinzip ist das gleiche, bitte nicht bremsen, die Füße außerhalb lassen, erst rutschen, wenn das Licht grün ist und auch bitte wieder zu zweit rutschen. Der einzige Unterschied ist, dieses Mal wird ein Foto von Ihnen gemacht, also ganz wichtig, nicht aufs Lächeln vergessen und außerdem wird Ihre Geschwindigkeit gemessen. Und wenn wir jetzt dann hingehen, bitte aufpassen, die Treppe dorthin ist ziemlich rutschig, also bitte das Handgeländer verwenden und langsam runtergehen. Okay, so we will now get to probably the most fun part of this tour. The first slide was just a warm-up slide. We will now get to the second slide. It is three times as long as the first one, 64 meters to be exact. Rules are the same, please do not break, keep your feet on the outside, only slide when the light is green, and please slide together again. The only difference is, this time we're gonna take a picture of you, so very important. Don't forget to smile, and also your speed will be measured. And when we go to the slides, please be careful, because the staircase is pretty slippery, so please walk down slowly and use the railing. Okay, let's go. Let's go. Water for about 90 years. Genau, und wenn Sie jetzt bitte da vorne hingehen zum Geländer, zum roten und zum blauen Licht, dann schauen wir uns jetzt im kurzen Film über die Legende vom Mann im Salz an. So now please walk over to the fence, to the red and blue light. We're gonna watch a short movie about the legend of the man in salt. Thank you.
Ja, wunderschön. Ein bisschen verwirrend vielleicht, aber das wird später noch ein bisschen genauer erklärt. So, genau. Jetzt, wo wir schon so viel über das Salz gelernt haben, müssen wir uns natürlich noch das Wichtigste anschauen, wie wir das Salz denn überhaupt aus dem Berg hinaus bekommen. So, now that we already learned a lot about the salt, we of course still have to find out how we even get the salt out of the mountain. Let's have a look at it. So you can have a look down if you want to, but please watch out for your glasses or your smartphone. If something falls down, we can't really get it up again. Believe me, it happened before. So genau, also ihr könnt gerne noch ein bisschen mehr noch weiter rüberkommen, damit dann jeder was sehen kann. So you can go a bit more to this direction. So genau, Sie können noch ein bisschen mehr dazu mitkommen, damit dann jeder was sehen kann. So you can come a bit more to the center so everybody can see something. So genau, wir werden uns jetzt zwei kurze Videos über die verschiedenen Abbaumethoden anschauen. Auf dieser Seite schauen wir uns den trockenen Abbau an, wo eben das natürliche Salz herkommt. Und dann werden wir uns umdrehen und schauen uns den nassen Abbau auf der anderen Seite an. So we will now watch two short videos about the different mining methods. On this side we're going to watch the dry mining method, where the natural salt comes from. And then we're going to turn around and watch wet mining on the other side. Genau, Sie müssen vielleicht noch ein bisschen rüberkommen, damit Sie was sehen können. So you maybe you have to come a bit more to this direction so you can see something. Genau, to get your look. So fangen wir an. So we're going to start right here. Tief aus dem Inneren des Berges wird das Salz gewonnen und trocken abgebaut. Mit der Hand, in großen Brocken, zerschlagen mit einem Fäustel und dann zerkleinert. Das Natursalz der Salinen Austria AG. So, bitte umdrehen, please turn around. Kleinere bitte wieder nach vorne lassen. So, please let smaller people go to the front. Was hier ist, ist Sole. 4 Millionen Kubikmeter jährlich lauben die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sole ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. Das ist ungefähr 10-mal salziger als das Meerwasser. 40 Kilometer legt die Sole in Rohrleitungen zurück. In der Saline Ebensee wird die Sole gereinigt und erhitzt. Das Wasser verdunstet und übrig bleibt weißes Salz. Aber wie wird die Sole aus dem Salzberg gewonnen? Hier, mitten im Bergwerk, wird zuerst ein Loch in die Tiefe gebohrt, senkrecht hinunter in das Salzgestein. Dann wird Süßwasser hineingeleitet. Das Wasser löst das Salz aus dem Gestein. Ein kleiner Hohlraum entsteht. Dieser Hohlraum wird nun permanent mit Wasser gefüllt. Und das Wasser laugt das Salz aus dem umliegenden Gestein. Nicht lösliche Stoffe wie Kalk oder Ton sinken zu Boden. Dadurch wird der Hohlraum immer größer und wandert langsam von unten nach oben. Im tiefsten Teil des Hohlraumes sammelt sich die Sole an. Durch Rohrleitungen wird die gesättigte Salzlösung nach oben gepumpt. Anschließend fließt die Sole durch die älteste Pipeline der Welt bis in die Saline nach Ebensee. In der Saline Ebensee wird die Sole zum weißen, rieseligen Speisesalz weiterverarbeitet. Ja, genau, so funktioniert das Ganze. Ja, wir werden jetzt zu unserem ältesten Mitarbeiter, zum Seppi, schauen. Und er wird uns noch ein bisschen genaueres über den Mann im Salz erzählen. So now we will go to our oldest co-worker, to Sepp, and he will tell us a bit more about the man in salt. And just a quick disclaimer, Sepp is really old already, so he doesn't really know how to speak English that well, which is why at the beginning he will say something only in German in a dialect of Hallstatt. He will just complain about the electricity and that he can't work if the light is flickering so much, and then the subtitles are really quite bad and they go by really quick,
really quickly, he will be changing to something else in about 1 month. But yeah, so if you have any questions, please, you're welcome to ask me. I will answer them for you. Okay, let's go. Da kann der Strom endlich einmal funktionieren. Ja, bei so einem flackernden Licht, wie soll man denn da arbeiten? Na fix nochmal, der Strom haut heute schon gar nicht hin. Was ist denn da los? Grüß euch, liebe Besucher. Versteht ihr mich überhaupt? Ich meine, könnt ihr mich verstehen? Ja? Ja, wir Hallstätter haben schon eine eigene Sprache, die muss mir erst gewöhnt werden. Aber ich werde mich bemühen. Sagt einmal, kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Mann im Salz? Nein, na, das habe ich mir gedacht. Da habt ihr einen Führer, der euch alles erzählt. Aber die Legende vom Hallstattmann, den man damals gefunden hat, die hat man euch nicht erzählt. Also hört zu. Im März des Jahres 1734 hat sich Folgendes zugetragen. In Kaiser Josefberg und dem dortigen Kielberg, das war ein Sinkwerk, so wie ihr es ja gesehen habt, ist plötzlich der Himmel verbrochen. Das heißt, für Nicht-Bergleute wie euch, einen Rumpler hat es gemacht und die Decke war herunter. Zur Verwunderung der Knappen steckt da mitten im Gebirge die Leiche eines Mannes. Gestunken muss der haben, aber die Bergleute sind tapfer und holen den toten Mann heraus. Eigenartige Schuhe und Kleider soll er angehabt haben. Wie der wohl sein Ende gefunden hat. Das Salz hat den Körper erhalten, aber der Berg hat den armen Mann platt gedrückt wie ein Brett und so hat man ihn gefunden, den Mann im Salz. Die braven Bergleute haben die Leiche geborgen und sind so schnell raus aus dem Berg, wie es heute gegangen ist. Sie haben ihn nach Hallstatt hinuntergetragen. Die Bergleute wussten sehr wohl, dass der Leichenfund sehr, sehr alt ist. Mehrere hundert Jahre, vielleicht sogar älter. Rasch hat er sich herumgesprochen, der Fund vom Mann im Salz. Die Hallstätter sind zusammengelaufen und wollten ihn sehen. Der Kapuzinerpater Matthias hat aber seine Schwierigkeiten mit der Leiche vom Mann im Salz. Denn wo sollte ein Ungetaufter bestattet werden? Schnell hat ihm Pater Matthias eine neue Identität eines Jahre zuvor verunglückten Bergmannes gegeben, samt einer trauernden Witwe. Ein paar heilige Worte am Grab. Und die Erde hat ihn wieder. Heute hätten die Archäologen gern gewusst, wo sie ihn genau begraben haben, im Jahre 1734. Aber keine Spur. Ich denke mir, vielleicht ist einer von den Totenköpfen im Beinhaus der Mann im Salz. Ja, soweit diese Geschichte. Aber die Wirklichkeit ist oft noch interessanter. Haben doch die Archäologen vom Naturhistorischen Museum in Wien hier im Salzberg die älteste Holzstiege Europas, vielleicht sogar von der ganzen Welt, ausgegraben? Ja, und ihr, liebe Besucher, könnt sie anschauen. Das Original. Also, Glück auf! Ja, Glück auf, Seppi. Genau, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. So was haben wir noch gedacht. Bronzezeit-Kino und wir werden uns, und hier können Sie auch alte Kleidungsstücke und Werkzeuge sehen, die die Bergarbeiter in der Bronzezeit verwendet haben. Das sind auch originale Fundstücke, die wurden hier in Hallstatt im Bergwerk gefunden und sie wurden durch das Salz einfach so gut erhalten, weswegen wir sie uns heute auch noch anschauen können. Ja, wir werden uns jetzt gleich einen Film über die Entdeckung der ältesten Holzstiege von Europa anschauen und danach werden wir das Original sehen. So we're now here in our Bronze Age cinema and here you can see remains of old clothing and tools that the miners used in the Bronze Age. These are original finds and they were found here inside the mine in Hallstatt and they were preserved in the salt, which is why we can still look at them today. And now we will watch a short movie about the discovery of the oldest wooden staircase of Europe and after that we will be able to see the original. Okay, now we get to
winterliche Ruhe in Hallstatt. In Salzburg hingegen arbeitet ein Forscherteam des Naturhistorischen Museums Wien an einem Projekt, das sie schon viele Jahre in Bann hält. 3 Jahre sind vergangen, seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat. In der Zwischenzeit wird untersucht, analysiert und durchleuchtet. Es benötigt einen ganzen Monat Arbeit, dieses Holzbauwerk wieder zusammenzusetzen. Immerhin die älteste bekannte Holztreppe Europas. Ein Sensationsfund und der Beginn einer Spurensuche. Was kann uns diese Stiege erzählen über die Zeit ihrer Entstehung von den Bergleuten, die auf ihr gegangen sind? Seit über 7000 Jahren suchen Menschen den Hallstätter Salzberg regelmäßig auf. Denn hier ruht unter der Erde ein reiches Salzlager. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft. Die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn, Bronze genannt. Sie ist härter als alle bisher genutzten Metalle und Bronze leitet eine industrielle wie auch eine gesellschaftliche Revolution ein. Und es ist die Zeit, in der der Bergbau in Hallstatt einen Aufschwung erlebt. Unter Tage hat der Salzberg alle Spuren der Bronzezeit Bergleute konserviert. Werkzeuge und Geräte aus Holz, Felle, Stoffe, Speisereste und Exkremente. Auch Seile aus gedrehtem Lindenbast haben die Zeit überdauert. Heidengebirge wird das Gemisch aus abgebrannten Leuchtspänen, weggeworfenen Arbeitsmaterialien und taubem Gestein genannt. Im Tiefspeicher des Naturhistorischen Museums betrachtet Hans Reschreiter den bronzezeitlichen Tragsack. 5 Stück davon sind bisher gefunden. Es ist bemerkenswert, dass es kein Holzobjekt aus dem bronzezeitlichen Bergwerk nach dem 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gibt. Das mögliche Szenario? Ausgelöst durch starken Niederschlag muss es zu einer gewaltigen Rutschung gekommen sein. Fließen die Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen des Naturhistorischen Museums in ein sogenanntes Lebensbild ein. Eine gemalte Momentaufnahme in einem bronzezeitlichen Bergwerk. Mit Leuchtspänen aus Tannenholz steigen die Geschwister Udo und Erin über die Stiege. Ihre Namen sind fiktiv. Der 9-jährige Udo hat heute seinen großen Tag. Er wird zum Bergmann. Fictitious brother and sister Udo and Erin use torches made of wooden fir chips to climb up the stairway. 9-year-old Udo has his big day today. He becomes a miner. Die Bekleidung der beiden ist aus Flachs, Hanf und Wolle. Die Schuhe aus Leder. Their clothes are made of flax, hemp and wool. Their shoes of leather. Mit Picken bauen die Bergleute Salz ab. Sie schlagen mit ihren Werkzeugen Knieholzschäftungen mit Bronzespitzen, parallele Rillen und gewinnen kleinstückeliges Salz. Miners use their picks to extract salt at the rock face. With their simple tools, special shafts with a bronze lace, they beat parallel grooves to extract salt. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter und Salzklauber. Erin leert ihren Fülltrog in einen Tragsack. Dieser kann bis zu 30 Kilogramm schwer sein. Smaller children work as torch holders and salt pickers. Erin empties her load into a sack she had to carry, which could easily weigh up to 66 pounds. Udos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Über die Stiege wird das Salz hochgetragen und in Wollsäcke im Bereich des Schachtes umgeleert. Mit einem Lindenbastseil werden die Säcke an die Oberfläche gezogen. Udo works among the joiners and carpenters. The salt is carried high along a staircase and emptied into wool sacks at the shaft. A rope is used to drag the sacks above ground. Udo hat sein Tagewerk getan. Seine Schwester beglückwünscht ihn. Udo has done his day's work. His sister congratulates him. So könnte es sich im bronzezeitlichen Bergbau abgespielt haben, bis vor 3000 Jahren eine Katastrophe geschieht.
This mining scene could have taken place in the Bronze Age until a catastrophe occurred 3,000 years ago. Heute ist die originale Stiege aus der Bronzezeit wieder freigelegt und erzählt uns eine Geschichte der frühen Industrialisierung Europas. The original Bronze Age stairway can once more be seen today. It tells us about this early stage of Europe's industrialization. Ja, hier haben wir sie, 3000 Jahre Geschichte direkt vor uns. So here we have 3000 years of history directly in front of us. Ja, das war jetzt leider auch schon der letzte Stopp unserer Führung. Ich habe zum Schluss aber noch eine sehr gute Neuigkeit für Sie. Wir müssen nämlich nicht zu Fuß aus dem Berg hinausgehen. Wir werden vom Grubenhund einem kleinen Bergmannszug abgeholt. So this was sadly the last stop of this tour, but at the end I have really good news for you. We don't have to walk out of the mountain. We will go by a little minor train called Grubenhund. Beim Zug bitte beachten, bitte wieder darauf setzen wie auf ein Pferd, wie auf die Rutsche. Bitte nicht aufstehen und auch auf den Kopf aufpassen. Außerdem Hände und Füße bitte beim Körper behalten. Keine Wände an der Seite anfassen. Und auf Wertgegenstände aufpassen, damit nichts runterfällt. Wenn wir dann draußen angekommen sind, bitte erst vom Zug absteigen, wenn er wirklich stehen geblieben ist. Und dann bitte auf der linken Seite absteigen und dann werde ich Sie noch hoch zum Ausgang begleiten. So, please sit on the train like on the slide, like on the horse. Please do not stand up and watch out for your head. Also keep your hands and your feet to your body and don't touch any walls on the side. And watch out for your personal belongings so nothing falls down. When we are outside, please only leave the train when it really stops and then on the left-hand side and I will go up with you to the exit. Ja, dann darf ich mich nochmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. So thank you very much for listening. I hope everything was alright. I hope you had fun. Dankeschön. Thank you. Glück auf. Ah, tutaj ta cesta się nie wyraża.